Sie ist die Frau, über die im Moment alle reden. Muharrem Aras ist am Mittwoch von den Abgeordneten des Baden-Württembergischen Landtags in einer historischen Entscheidung zu ihrer Präsidentin gewählt worden. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Frau und die erste Muslimin, die in dieses Amt gewählt wurde. Und dies wohl auch als Zeichen gegen die jetzt in den Landtag gewählte AfD. Die 1966 in einem anatolischen Ort als Tochter von Analphabeten geborene jetzige Stuttgarterin sieht sich auch selbst als Symbol von Migranten, dass Integration und Erfolge hier gelingen können, wenn man sich entsprechend darum bemüht. Wir stellen Ihnen diese Frau im Folgenden kurz vor. 11. Mai, 12.21 Uhr im Stuttgarter Landtag. Es ist der Augenblick, den Muharrem Aras wenige Tage später als den bewegendsten Moment ihres Lebens bezeichnen wird. Der Baden-Württembergische Landtag wählt eine eingewanderte Muslimin zur Präsidentin. Frau Abgeordnete Aras hat also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen und ist damit als Präsidentin des Landtages gewählt. In ihrer Dankesrede hebt Aras die Symbolträchtigkeit dieser Entscheidung hervor. Einen Tag später gibt Muharrem Aras auch Einblick in ihre Gefühle in diesem Moment. Ja, dass ich unglaublich dankbar bin, glücklich und froh, dieses sehr, sehr hohe Staatsamt begleiten zu dürfen. Für mich ist Deutschland schon lange meine Heimat, aber das ist wirklich so das letzte i-Tüpfelchen. Ja, wir sind angekommen. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich bin wirklich unendlich dankbar, was ich und was andere in diesem Land auch für Chancen haben, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und solch ein hohes Amt führen zu dürfen. Dabei fing für die damals 12-Jährige, die kein Wort Deutsch sprach, alles als Gastarbeiterkind am Stuttgarter Flughafen an. Ich komme auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich wusste nicht, dass Frauen Autos fahren. Das habe ich in Silmingen gesehen und gelernt und die ersten Tage auch viele Frauen gezählt, die am Steuer saßen. Wie aber gelang Aras, was vielen Migranten oder Flüchtlingen nicht oder nur schwer gelingt? Es ist ein langer Weg. Und für mich war das Entscheidende und das war mein Glück, dass zum einen meine Eltern wirklich extrem offen waren und der Bildung einen sehr hohen Stellenwert beigemessen haben. Ihnen war nicht wichtig, wie viel Geld sie haben, welche Immobilien sie in der Türkei bauen, sondern sie haben gesagt, wir haben 5 Kinder und vor allem meine Mutter. Sie hat gesagt, ich will, dass meine Kinder einmal eine andere Perspektive haben, dass sie die beste Perspektive haben, die dieses Land bietet. Und deshalb bin ich Ihnen dankbar, aber auch der deutschen Gesellschaft. Eine benachbarte Bauernfamilie nahm sich der Kinder an und half nicht nur beim Deutschlernen. Von dem her habe ich viel Glück gehabt, weil beide Seiten offen waren. Und dann sieht man, wenn beide Seiten offen sind, dann kann man sogar aus ganz einfachen Verhältnissen sich hocharbeiten und wirklich hohe Verantwortung in diesem wunderbaren Land übernehmen. Aras besuchte das Wirtschaftsgymnasium, studierte BWL in Hohenheim, trat bei den Grünen ein, wurde Steuerberaterin und Inhaberin einer eigenen Kanzlei. In ihrer Wahl sieht die Mutter zweier Kinder auch ein symbolisches Zeichen. Dass man ein Gesicht gibt und sagt, ja, Menschen, die sich hier einbringen, Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich mit unseren Werten, Grundwerten und mit unserer Gesellschaft identifizieren, sie haben eine Chance. Und in diesem Sinne, so Aras, sehe sie sich durchaus als Vorbild auch für andere, das Ankommen und den Weg in der neuen Heimat zu schaffen.